Mitten in der Provinz arbeiten Alphaville an einem Lied wie Big in Japan. Inspiriert von der Hauptstadt des Heroins, Berlin. Ein Lied über ein Junkie-Pärchen, das sich prostituieren muss, um die Sucht zu finanzieren und gleichzeitig von einem tollen Leben in Japan träumt. Verstörende Verse. History I see, come back on the road again. Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. Sees you when you're big in Japan. When you're big in Japan. Sie erklärt, sie hat jemand, aber für Geld wird sie schon mit jemand anderem schlafen. Das ist schon eine eindeutige, du bist schon am Boden. Aber das ist das eine so die letzte Schritte, die ich machen würde, um dieses Geld zu gehen, die vielleicht mir rausholt aus diesem Loch. Aber das ist so witzig, weil das habe ich nicht wahrgenommen als Kind. Das war der Melodie, das war Big in Japan. Und dann, wenn du den Text lernst und du wirklich halt irgendwie so mit das Lied beschäftigst, dann natürlich kommst du an die Tiefe. Und das hat das Lied einfach viel mehr Gewicht gegeben für mich halt irgendwie so. Die düsteren Zeilen aus Münster werden ein Millionenpublikum als Disco-Smash-Hit faszinieren. In ganz Europa. Big in Japan ist der Gründungsmythos von Alphaville. Sie bewerben sich als Hobbyband bei einer Plattenfirma. Dort erkennt man sofort das Potenzial. Die Veröffentlichung von Big in Japan wird der Moment sein, in dem Marians Vater seinen verschollenen Sohn seit Jahren zum ersten Mal wiedersehen wird. Meine Stiefmutter, also die zweite Frau von meinem Vater, hat mir das irgendwann erzählt, dass 1984 ein Anruf von einem Geschäftsfreund von meinem Vater kam, der sagte, Karl, ich glaube, dein Sohn ist beim Fernsehen und singt. Und mein Vater sagt, guckt auf die Uhr und meint, das kann gar nicht sein, es sind noch keine Nachrichten. weil für den kann ich mir nur vorstellen, dass ich irgendein Terrorist oder irgendein Krimineller geworden bin oder sowas. Ja, ich weiß nicht, ob er das richtig verstanden hat am Schluss, als wir dann, als ich dann mit Alphaville, als es dann losging. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, so irgendwie auch so Quatsch für den. Aber es ist okay. Also ich hab nie erwartet, dass er das irgendwie jetzt, dass er sagt, ah, mein Sohn und er ist im Fernsehen. Premiere heißt bei Flashlight, dass wir jedes Mal einen Interpreten oder eine Band vorstellen, die noch nie im Fernsehen aufgetreten sind. Aber nicht, weil wir so gute Menschen sind oder weil wir glauben, jeder muss unbedingt mal bei uns aufgetreten sein. Sondern wir wählen uns die Leute aus, von denen wir selber glauben, dass sie den Knaller bringen könnten. Heute ist es Alphaville. Und das sind drei junge Typen aus Münster. Sie machen Elektropop, singen Englisch. Ihre neueste Single heißt Big in Japan. Und ich glaube, sie werden auch bald Big in Germany sein. Und dann diese Scheißpullover, die haben so gekratzt. Die Pullis, ich wollte gerade sagen, das muss doch unfassbar warm gewesen sein. Ja. Das war nicht eure Idee mit den Pullis? Nein. Nein. Die haben wir auch nur drei oder vier Auftritte lang angehabt und dann... Und wer hatte die Idee zu den Pullis? So ein Promotion for C... Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Das ist eine sehr einflussreiche Person im Musikbusiness in den 80er, 90er Jahren. Vielleicht ist das immer noch, aber... Ja. Jedenfalls, der hat uns dazu verurteilt, dass wir diese blöden Pullis angezogen haben. Und also wir waren eine Zeit lang halt die Band mit den Pullis. Ja, Der sanfte Pulloverdruck der Plattenfirma auf Alphaville löst heftige Diskussionen in der Münsteraner Kommune aus, wie sich Bernhard Leut, Gründungsmitglied der Band, heute erinnert. Da haben wir zu siebt da gesessen und uns gefragt, ob wir jetzt gegen unseren Willen irgendwie diese Pullover anziehen sollen und da Fotos machen sollen. Und irgendwann haben wir halt gesagt, morgens um 5, okay, wir machen das mal, weil eine Platte wollen wir schon ganz gerne machen. Leut gehörte 20 Jahre lang zu Alphaville. Er erzählt für diese Dokumentation, wie die noch ganz unbedarfte Band damals innerhalb von wenigen Wochen
nach dem Überraschungserfolg von Big in Japan zum Kult wurde. Das Jahr 84 war ziemlich extrem. Morgens in Paris, mittags in Amsterdam, nachmittags in Hamburg, abends in Berlin, weil dieser Erfolg halt ganz viel über Fernsehauftritte und eben nicht nur in Deutschland, sondern europaweit ging. Der Siegeszug der No Names kennt keine Hindernisse oder Grenzen. We made it too. Our first band are in our studio tonight. They're from Munster in Germany. Alphaville, who are big in Japan. Écoutez, Alphaville. Alphaville. Und hier sind sie mit Big in Japan. Wir sind Alphaville von 0 auf 67 in Deutschland. Alphaville. Nach Big in Japan bringt die Band nur wenige Wochen später, im Frühling 1984, mit Sounds Like a Melody den nächsten Hit. Wir hatten wirklich keine Zeit. Also wir hatten keine Zeit, darüber nachzudenken, was passiert hier eigentlich. Wir sind da ja nicht mit groß geworden. Also das ist das Einzige, was ich halt so ein ganz klein bisschen bedauere, dass wir eigentlich keine Chance hatten, da reinzuwachsen, sondern da reingeschmissen wurden in diesen Krokodilstümpel und alle so an einem rumgezerrt haben. Alphaville ist noch eine Kommune. Aus Solidarität wird alles Geld geteilt. Durch 7. Obwohl offiziell nur 3 zu Alphaville gehören. Doch nach dem großen Erfolg hat einer der 3 plötzlich ein Problem mit dem Teilen. Keyboarder Frank Mertens. Das ging halt einfach nicht mehr. Weil sich seine Sicht der Dinge so verändert hatte, dass das nicht mehr kompatibel war. So kann man aber auch sagen, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Der frische Ruhm fordert seinen ersten Tribut. Keine 9 Monate nach der ersten Single-Veröffentlichung verlässt Frank Mertens im Streit Alphaville. Der Nachrücker ist schnell gefunden. Ricky Eckelott, hier links. Doch alle spüren, die Band hat durch den bitteren Abgang von Frank Mertens an Unschuld eingebüßt. Vor den Kameras herrscht Business as usual. Ja, bei Alphaville geht es im Augenblick ziemlich turbulent. So Bälle fliegen durch die Gegend, neue Klamotten gibt es, einen neuen Mann, das ist der Ricky. Wie hast du den Sprung in diese Wahnsinnsband geschafft? Er hat mich gefragt. Er ist nach Berlin gekommen und hat gefragt, willst du mitmachen? Hast du schon live erfahren? Ja, ich habe schon mal live gespielt, war aber nicht besonders erfolgreich, muss ich zugeben. Du spielst ja mehrere Instrumente, ne? Ich spiele Bassgitarre und Keyboards. Und wie geht's jetzt weiter mit Alphaville? Ja, wir werden erstmal neue Stücke produzieren, schreiben und dann ins Studio gehen und die fertig machen und damit irgendwann die nächste EP erscheinen. Magst du Puppen, Marian? Was gibt's denn zu lachen? Drauf oder was? Ja, jetzt lacht. Oh, nochmal. Der plötzliche Erfolg von Alphaville. Ein Leben, das sich komplett auf den Kopf stellt. Von 0 auf Weltstar. Dabei ist Marian Gold 1984 schon 30 Jahre alt. Wenn er heute bei Sing meinen Song in Südafrika auf seine Karriere zurückblickt, empfindet er das geradezu als Wunder. Denn anfangs konnte noch nicht mal jemand ein Instrument spielen. Wir konnten ja nicht spielen, wir haben einfach gebastelt. Wir haben Tonbandschleifen zusammengeklebt und die übers Tonband laufen lassen, hatten von so einem Schlagzeugbreak, was wir von irgendeiner Schallplatte aufgenommen hatten, irgendwie von Led Zeppelin oder was weiß ich. Und dann ging es so. Und dann haben wir halt dazu irgendwie so mit 2 Fingern gespielt und also mit den Mitteln, das war jetzt nicht so, dass wir sagten, ah geil, wir nehmen Maschinen, weil Maschinen unsere Seele irgendwie ausdrücken oder sonst irgendwas, sondern wir haben diese Maschinen genommen, weil uns nichts anderes übrig blieb. Ja. Weil wir mit anderen Sachen. Keiner konnte machen. Klavier spielen. Genau, so war es. Okay. Ja, und also wenn wir jetzt eine Kaffeemaschine dafür gebraucht hätten, hätten wir halt eine Kaffeemaschine genommen oder auch so. Auch das, ja. Im Herbst 84 erscheint das legendäre Album Forever Young. Ein Welterfolg mit einem Titelsong, der unter kuriosen Umständen entsteht. Also geschrieben haben wir das an dem ersten Tag, als Frank Mayer und ich zusammen was gemacht haben. Das war bei mir zu Hause. Ich wohnte damals noch bei meinen Eltern in meinem Kinderzimmer. Ist das entstanden. Das war im Herbst 82. Und also diesen Moment, wo das passiert ist, dass Marian diesen Text singt mit der Melodie auf
die Musik, die Frank und ich da programmiert hatten, also diesen Moment werde ich auf jeden Fall mein Leben lang nicht vergessen. Das war so Gänsehaut pur und so das Wissen, hier passiert was. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert, aber hier passiert irgendwas. Gleich. Wie 50.000 Menschen im Fußballstadion von Paris Jay-Z und Beyoncé für einen Hit von Alphaville feiern. In wenigen Minuten in der Alphaville-Story.